Ich glaube nicht, dass wir hier noch irgendwie groß was finden. Also, wir haben irgendwie keinerlei Hinweise. Das Buch sagt doch, dass hier irgendwas sein soll. Ja, schon. Aber guck dir doch mal an, hier ist alles aus Stein. Willst du jetzt den ganzen Tempel umgraben? Wenn es sein muss, ich habe eine Spitzhacke dabei. Ich kann dir meine geben. Ich habe auch noch eine. Wow. Ich auch. Na, wir können hier jeden einzelnen Stein schon irgendwie umdrehen, aber ich glaube nicht, dass uns das groß was weitert. Wir sollten. Guck doch mal, wie groß der Tempel ist. Wollen wir nicht erstmal zurück und erstmal uns nochmal sammeln? An sich, ich werde, werde auf jeden Fall zurückgehen. Vielleicht finden wir da irgendwie noch finde ich irgendwie in Cassis Zimmer oder so noch eine genauere Spur oder so, weil. Also ich möchte auch irgendwie erstmal. Weil ganz ehrlich, hier wir kommen hier nicht wirklich weiter, wenn wir keine genaueren Hinweise haben. Und dieses Buch, das macht mich auch schon ein bisschen. Macht dich wuschig. Naja, Oh, Pilzsuppe. Es sieht nach meiner Signatur aus, aber wieso sollte ich ein Buch schreiben? Und das alles drinsteht. Das kann ich dir auch nicht sagen. Ich bin kein Hellseher. Ich weiß zwar vieles, aber das weiß ich leider nicht. Ich denke immer noch, dass Cassie mit Poseidon. Ihr könnt denken, was ihr möchtet. Ihr könnt ja auch die Gedanken. Aber nicht, dass hier nochmal dieser Streit ausführt. Ich sag dazu nichts weiter. Wir können erstmal zurückkehren. Ich glaube, im Endeffekt ist es eigentlich ziemlich Wurst, ob sie auf seiner Seite steht oder nicht. Fakt ist, wenn wir Klarheit haben wollen, müssen wir zu Poseidon finden. Genau. Und ich denke auch, dass Poseidon der Schlüssel zu dem ist, was hier mit uns passiert ist. Immer hoffen, dass wir alle nach Hause kommen. Ja. Wie ein bisschen. Dann öffnet die Heimreise. Ja, ich komm mit. Nicht, dass jemand da wieder zurückkommt, weil der Thron hat sich ja nicht von selber hingebaut. Man kann den Thron doch wieder verwenden. Stand da vorher noch. Bau doch gleich noch die Tische ab, Tyrox. Kann ich machen. Gott. Oh, cool. Danke. Ja, ich meine ja nur. Diana, schwimm ja. Ja, ich bin schon dort. Du bist schon zu Hause? Ja. Sie ist eine gute Schwimmerin. Ich habe Delfine im Beistand gehabt. Okay. Wir lernen immer was Neues über dich. Vielleicht mag sie Delfine. Delfine sind intelligente und schöne Tiere. Hi! Und man kann sie gut für Suppen verwenden, was? Nein! Ja. Oh. Kann man nicht. Das, was du meinst, ist Haifischflossen. Ja, ja, das war doch ein kleiner Boost für schön, dich. Schön, da braucht man Hai. Oder vielleicht ein bisschen nach... Du bist Delfin. Also, Tyrox, du kannst sagen, was du willst, ne? Der Boost nach Hause zu, der fetzt. Ja. Au, 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 die Kotenschwarze brennt schon wieder vor Leidenschaft. Nee, warte mal, du musst das mal machen, wenn du unten bist. Ich leg mal den Schlüssel an. Was? Nein. Wo war denn das nochmal? Ach, Tyrox. Was meinst du, die Geheimtür? Die nicht mehr so geheim ist. Wow. Das musste einfach... Au. Was war das? Da war auch irgendwas Grünes in der Das war eine sehr explosive Erfahrung. Ach so. Ja, eine Sprenggurke. Hier gibt's hier häufig Platz. Platz. Nein, meine Kekse. Ich glaube, Cassie würde Poseidon und sowas so nie stellen. So freiwillig. Und das Material an sich. Woher hätte sie das nehmen sollen?
Vielleicht hat sie ja diesen. Was hat er da eigentlich in der Hand? Was ist denn das? Sind das Algen? Sieht so aus wie so eine Art Koralle. Yeah, das ist romantisch. Rote Algen. Ich würde mir auch wünschen, wenn mir mein zukünftiger rote Algen schenkt. Ne, deiner würde Pilzsuppen schenken. Rote Pilzsuppen, wow. Großartig. Warte. Nein, ich will keine Pilzsuppe, geh weg. Ach Mensch. Tyrox, mach dir nicht draus. Poseidon hat doch eine Schwester, vielleicht nimmst du die. Das habe ich gehört. Das passt besser zu dir. Das ist gut. Das habe ich, by the way, auch gehört. Kann ich mich vielleicht erstmal eine Rüstung machen oder so? Ich bin komplett nackig. Ja, komm mit. Ich habe noch eine Dierhose. Ich habe noch ganz viel verrottetes Fleisch. Ich habe noch eine Dierhose. Ich muss über alles nachdenken hier. So. Yeah. Na schön. Ja. Guten Nacht. Tyrox hier. So. Macht's gut! Leute, ich kann mich doch nicht mit so einem Hässlon hier einsperren. Ey, Tyrox! Ich glaub, der mag dich. Macht's gut! Tschüss! Vor allem Hässlon. Wie kommst du auf so ein Wort? Eben, weiß ich nicht. Okay. Das war jetzt einfach so. Oh, meine Tränke sind fertig, die ich gebraut habe. Oh. Weißwein. Was? Essig. Warum Feuerresistenz? Ich weiß es, ich habe einfach irgendwas gemacht. Achso. Läuft bei dir. Ja. Warten Sie, ihr habt da. Irgendwie ist hier drin Duster. Ja, und irgendwie tauchen hier die ganze Zeit Monster auf. Toll, super, keine Ahnung. Ich glaube, das ist diesmal nicht so toll. Oh, doch. Nee. Ganz sicher. Nein. Doch. Nein. Dann ist wenigstens hier Gesellschaft. Suchst du irgendwas? Hallo. Nö. Hallo. Eigentlich nicht. Okay. Hallo. Hallo. Oh, ist was? Nein. Du kannst gerne in mein Domizil kommen, ne? Also ich hab nichts dagegen. Warte mal, Ike, du hattest doch bestimmt einen Amboss hier. So. Ja. Hast du 5 Level? Ich hab 16 Level. Ich hab 11 Level. Ich hab 33. Das muss man ändern. Nein, ich hab eh 7. Ich bin ja vor uns gestorben. Ich dachte schon, der hat das Rotten. Jetzt war mir so klar. Das ist schick, das nehme ich so an. Tyrox, hier, stell dich mal rein. Tyrox, stell dich da hin. Ja, fick das. Sascha, was hast du ihm gegeben? Gib ihm das Schwert. Ich hab eins mit Sharpness Unbreaking und Knackback verzaubert heute. Das war. Ich hab Schärfe 5, das war gleich. Lag noch in den Kisten rum. Ich fühle mich irgendwie verarscht. Bei Oxy drüben. Schärfe 5, da. Um 4. Dann nimmst du das hier. Ach nee, du hast ja den Zauberstab, dann gib das an Sascha. Ich fühle mich betrogen von dieser Tür. Du hast mich betrogen. Was ist das denn? Ich bin meine. Und? Was? Ein...
verändert. Alter, wie... Was? Das ist eine Filmsucht? Das ist schwarz geworden. Du kriegst eh wieder eine Pille. Das war doch schon immer schwarz. Dann mache ich mir eben selbst eine. Nein! Na doch, habe ich mir eigentlich durchgehend gemacht. Du mit deinen Keksen. Was hast du selber nur so? Köpfen gezogen. Hm. Komisch. T-Rex. Ja. An die Kuhzipfen und den Kühen. Oh, lecker. So, na, was machen wir denn jetzt? Also, ich bin der Meinung, Cassie und Poseidon, die haben irgendwas gemeinsam. Das ja, das definitiv, dass die was miteinander zu tun haben. Aber ob das jetzt freiwillig oder nicht freiwillig ist, ist halt doch eine Frage. Naja, wir können unseren Namen gehen. Nach dem Buch zu beurteilen, kann man denken, dass sie ihn liebt. Aber man kann ein Buch leicht fälschen. Aber so, es ist ja wieder von ihr. Es ist von ihr unterschrieben. Das ist gut möglich. Das kann man alles manipulieren, dass sie es unterschreibt. Und das eine Buch, was wir gefunden haben, du hast gesagt, das hast du geschrieben. Ja. Aber wieso sollte ich ein Buch schreiben? Vor allem das, was so. Warum ist Tyrox blau? Das könnte ich jetzt genauso fragen. Du bist schwarz, er ist blau. Wir beide sehen normal aus. Cassidy ist verliebt. Und Blackie hat einen Knall. Nein, Blackie hat nur eine andere Meinung. Hat einen Knall, sage ich ja. Nein, sie hat keinen Knall. Wir gehen davon aus, sie steht ja hinter Cassie, aber das heißt nicht, dass sie uns verraten würde. Das steht nicht so fest, sonst hätte sie uns ja schon längst irgendwas angetan. Vielleicht, ich sehe nur alles aus der anderen. Sie uns aber nur auseinander, damit sie uns dann nacheinander. Dann hätte sie das schon anfangen können. Ja, weiß man's? Sie anfangen. Nein. Tyrox, wie war das damals, wo du mit Blackie hier weggeschwommen bist? War das gefährlich, wo ihr hin seid? Das weiß ich. Also. Nee. Jetzt braucht du fürs ganzen Tag nee. Pilzsuchen. Wir mussten ja nur irgendwelche Sachen suchen und das war's. Naja, waren da keine Monster, die euch angegriffen haben? Da waren nur Höhlen und. Da war ein Monster, aber. Und hat Blackie dir geholfen oder hat sie sich eher zurückgehalten? Ich war bei Sissy, bei dir. Stimmt, du warst ja auch mit dabei. Ja, wenn du bei Sissy warst, was hat Blackie gemacht? Die hat dabei das Zeug. Warte mal, willst du. Ja, stopp mal. Ihr habt gegen die Monster gekämpft und Blackie hat nichts getan, ja. Du willst nicht damit sagen, dass Blackie damit was zu tun hat. Weiß man's? Keine Ahnung, aber seit ihr euch gestritten habt, würdet ihr euch gegenseitig beschuldigen dafür, was sie hier tut. Ja, aber sie war mit dort und sie hätte mit kämpfen können. Was macht sie? Sie macht gar nichts. Allerdings waren da auch zwei verschiedene Höhlen. Also so eine Gabelung. Und genauso da oben in der Kuppel. Woher weiß sie, wie man diese Schneemänner macht? Super. Das glaube ich eher weniger. Ich hab's heute irgendwie in der Hand. Ich bin immer noch. Ich glaube nicht, dass Blackie uns wirklich was antun würde. Ich schweige, dass man das schon vorher machen hätte. Das wäre einer von uns schon draufgegangen, oder nicht? Ich weiß es nicht. Vielleicht hat sie aber auch nur wieder so einen geheimen Auftrag bekommen. So wie ich den hatte. Ja, aber du bist da auch nachgeschwommen. Wir hatten auch komische Ansichten. Oder Gefühl, was du jetzt machst. Weil du plötzlich ruhig warst und plötzlich weg warst. Ja, weil ich mit dieser Last nicht klargekommen bin. Und dann habe ich es euch ja gesagt. Du denkst... Blackie würde sowas nicht tun? Nee. Ich glaube, dieses Spiel ist hier irgendwo.
Sie hat ja auch gesagt heute, wo dieses Ding explodiert ist, sie ist zurückgeworfen worden. Und was ist mit euch passiert? Ihr seid verpufft und wieder aufgetaucht. Das hat aber nichts mit Verrat zu tun. Man kann auch nur vorsichtig sein. Das ist das andere. Ich bin der Meinung, da ist irgendwas im Busch bei ihr. Ich glaube nicht. Diese andere Sache ist, es ist immer noch in dem... Sagen wir es mal so, wir haben... So, und stopp, stopp. Wir sind bei Black im Zimmer. Sie hat gesagt, sie legt sich hin. Wo ist sie?